Hallo und willkommen zurück zu Mutant Meltdown. Und hier an dem Hauptscreen können wir jetzt schon zwei Sachen sehen. Zum einen sind wir in der Version 1.0.2 und zum anderen habe ich das Ganze jetzt auf Deutsch umstellen können, denn Deutsch ist hinzugekommen. Ich habe mir das jetzt noch nicht weiter angesehen, aber aus den übersetzten Optionen kann man zumindest schon erkennen, zum Schrott bestätigen. Oder bei Audio, das hier ist Soundeffekt und das hier sind Effekte, also auch sehr uneinheitlich. Und das hier ist mit einem Bindestrich. Ich weiß gar nicht, wie ist das denn das auf Englisch? Ist mir das einfach nicht aufgefallen? Ne, das ist einheitlich gemacht, alles FX. Und hier wollten sie kreativ sein und haben bei Soundeffekte zusammengeschrieben, bei Umgebungseffekte da ein Plural draus gemacht und bei Musikeffekte einen Bindestrich dazwischen gesetzt. Ja. Also, ich meine, das ist alles kein Drama und das Spiel hat sowieso kaum Text, deshalb ist es eigentlich auch egal und es ist auch eigentlich egal, ob da eben eine deutsche Übersetzung da ist. Ich lasse es jetzt mal auf Deutsch, aber, ne? Gut ist die Übersetzung wahrscheinlich dann auch im Rest nicht. Zu noch ein paar anderen Änderungen. Es wurde zum einen geändert mit diesem Ei, mit diesen Supermutanten. Das soll man jetzt wohl... Da ist ein Indikator bei, müssen wir mal sehen, wird wahrscheinlich ja jetzt wieder vorkommen. Dann haben wir, dass wir, wenn Leute verhungern oder an Radioaktivität oder Hitpoints verlieren und auf Null runtergehen, die sollten jetzt direkt sterben. Das war anscheinend, entweder war das ein Fehler auf harten Schwierigkeitsgraden, dass das nicht der Fall ist, oder das war, ja, also es war so oder so wohl ein Fehler, also entweder sollte das nur auf den hohen Schwierigkeitsgraden so sein, dass sie sterben, oder das war da falsch und dass sie da nicht gestorben sind, wie dem auch sei, jetzt sind sie tot, wenn das passiert. Gibt noch eine Menge andere Sachen, die geändert wurden, aber jetzt picke ich mal nur die raus, die für uns jetzt soweit relevant waren. Und ja, was auch noch ganz interessant ist, dass man bei einem Start von einem neuen Spiel jetzt mehr funktionsfähige Autos zur Verfügung haben sollte. Also, falls ihr da mal spielen solltet oder wir jetzt nochmal neu anfangen müssten, sähe das da entsprechend etwas anders aus. So, und dann legen wir mal weiter los. So. Wir mussten noch einsammeln das Raketenführungsbrett. Ja, soviel zu der Übersetzung. Und die Startcodes: Treibgas, sammle den Computerstabilisator, verwenden Sie den Kommunikationsturm, verwenden Sie. Also, das ist auch schon mal nicht gut, ja. Also, hier wird man geduzt, hier wird man gesiezt. Dann haben wir ein Raketenführungsbrett, sammle das Lebenserhaltungssystem der Rakete. Ja, werfen wir mal einen Blick auf unsere Dosen. Dosenfutter, ist klar. Ja, Dosenfutter, Annäherungsmine, Kartoffel, mittleres Medkit, Sicherheitsstiefel, taktisches Gewehr, Werkzeug mit einem Akzent über dem E. Ja, ne? Und, wenn wir uns hier die Sachen angucken, Stärke, STK, haben sie dann da abgekürzt, da aber nicht, ist die Fähigkeit, da fehlt ein Leerzeichen, die Fähigkeit, Nahkampfwaffen einzusetzen und die Tragekapazität eines Überlebenden. Geschwindigkeit steuert die Fähigkeit, in einem Kampf nicht angegriffen zu werden. Fokus ist die Fähigkeit, Schusswaffen zu benutzen. Ausdauer bestimmt, wie viele Gesundheitspunkte ein Überlebender hat. Jeder Intelligenzpunkt wird der Lagerproduktion zugefügt, zum Bau von Gebäuden und zum Herstellen von Gegenständen verwendet wird. Ja. Ja, ne? Wie ich schon vermutet habe, ist alles jetzt nicht ganz so toll. Okay, maximal möglicher Schaden, was? Schaden aller Überlebenden dieser Gruppe, das ist es aber gar nicht. Da ist
Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das... Okay, das ist ein Fehler dann, aber dass da auch der maximale Schaden angegeben wird und nicht die Aktionspunkte, die wir im Auto hätten. Wir haben aber doch, wir sind doch gar nicht im Auto. Was? Also wir können uns jetzt nicht mehr bewegen. Ich mache jetzt hier die nächste Runde. Wir haben das Auto doch zurückgelassen. Ja, also das ist natürlich dann auch im Englischen falsch. Da kann die Übersetzung dann nicht für. Ich schalte jetzt mal zur allgemeinen Belustigung wieder auf Deutsch um. Aber, ne. Also wir gehen mal da hoch. Wir sollten Startcodes, Raketenführungsbrett. Also wir hatten ja... Also Militärbasis und Kernkraftwerk. Da hatten wir ein Kernkraftwerk, da könnten wir rein. Oder... hier unten war auch, glaube ich, noch eins, ne? Wenn ich es da finde. Ach, da im Nebel, genau. Also, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir zur Militärbasis kommen. Wir werden uns aber diese Kiste vorher einverleiben, aufessen. Und dann werden wir dann nach links rüber. Ich guck mal gerade noch. Nahrung und so weiter haben wir. Platz haben wir auch. Ja, das ist alles okay. Nächste Runde. Okay. Turns, aber nächste Runde. Okay. Mhm. Oh, oh. Ja, von einem werden wir auf jeden Fall angegriffen werden. Wir gehen mal dahin. Und der braucht Happa Happa. Dann werden wir dem Happa Happa geben. Ja, stelle eine Gesundheit wieder her. Und wir könnten natürlich theoretisch und auch woanders was futtern, aber ist keiner jetzt wirklich hart verletzt? Also. Wir haben Platz, um die Kiste aufzunehmen. Plupp, was haben wir bekommen? Ordentlich Waffen, dann gucken wir mal gerade, ob jemand diese ordentlich Waffen brauchen kann. 12 bis 14, 10 bis 16, also könnte man austauschen. Das ist halt 26 durch 2 und das ist 26 durch 2, also es macht keinen Unterschied. Aber ich glaube, die haben alle, hier, da könnten wir. Die ist natürlich besser und das war's. Natürlich müssten ja dann ausgetauscht werden, aber das muss ja jetzt nicht sein. Wir bräuchten hier theoretisch eben für die noch Nahkampfwaffen. Da sollten wir mal suchen, aber nicht jetzt. Also gehen wir mal weiter rüber und dann zum Militärdingen. Der schießt natürlich jetzt nochmal, das ist dann so. Wir müssen weg. Und jetzt sollte das dann auch so passen. Okay, den werden wir jetzt platt machen müssen. Und der hat 500 Lebenspunkte. Wir könnten natürlich auch eine Granate werfen. Kraft macht er sowieso. Also, Neo. Ja, und dann können wir hier auch einmal umschalten auf Schusswaffen. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil wir sowieso zweimal angreifen müssen. Das, ja, muss ich denen die Waffen gleich wegnehmen. Diese Runde können wir nicht mehr angreifen. Der wird jetzt natürlich schießen und kriegt aber auch auf der Omme. So, dann packen wir das weg und das, damit wir keine Munition verbrauchen. Und... Batsch. Ja, ist okay. Es ist niemand irgendwie gefährdet. Das kann natürlich jetzt trotzdem sein, dass da noch, dass da jetzt ein weiterer ankommt. Ja.
Da sollten wir eigentlich gar nicht hinwerfen können. Können wir auch nicht. Außerhalb der Reichweite. Okay, wir müssten auf jeden Fall den hier hauen. Ich glaube, das andere war mehr Schaden. Ja. Gut, dann werden wir jetzt hier... Wir haben Ammo. Dann werden wir jetzt hier die Munition verwenden, um da möglichst schnell den wegzubekommen. Das macht halt schon mehr Schaden. So, wir sind nicht in Gefahr, was die Lebenspunkte betrifft. Immer noch nicht in Gefahr. Bingo, dreifach Schaden. So, der hier muss aber... Er kann erstmal was essen. Damit heilt er ja auch wieder. 140. Karotte, Kartoffel. Waren das... Okay. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass das nur 120 waren, aber... Na, da ist noch einer. Na gut, den erschießen wir jetzt. Die ist... Auf Level, okay. Dann gucken wir mal, was die aufleveln kann. Also 7 Max Damage mit Nahkampfwaffen. Ja, da haben wir jetzt angefangen zu steigern. Dann sollten wir das auch einfach fertig machen. Und da könnten wir jetzt eine Granate werfen. Damit würden wir zumindest nicht wieder zurück angegriffen werden. Und wir haben wahrscheinlich sowieso... wir werden wahrscheinlich da sowieso Granaten finden. Also... Da müssen wir mal schauen. Wie sieht es jetzt überhaupt mit der Rüstung aus? Da geht wahrscheinlich jetzt auch so einiges zu Bruch. Ne, es geht noch. Interessant, dass der zu uns hingelaufen ist. Aha. Okay, dann wechseln wir. 190. Dann nehmen wir dem und dem die Waffen weg, damit die da jetzt keine Munition für den verballern, weil den hier sollten wir eigentlich mit einer ja, 100%igen Wahrscheinlichkeit töten. Dann werden wir die Waffen wieder ausrüsten und auch wechseln, damit wir den anderen möglichst schnell erledigen können, weil der wird uns natürlich jetzt angreifen. Und der müsste hier was essen und... hätte ich wahrscheinlich jetzt besser zwei von dem Kleinen gegessen, aber gut. So, nächste Runde. Ja, und da können wir jetzt wieder Waffen wechseln. Das ist ein bisschen lästig, dass die nicht auf Faust wechseln, sondern immer die Fernkampfwaffen in der Hand halten. Batsch, kaputt. Weiter geht's. Okay, aber das ist immerhin gut, dass wir daneben stehen und nicht auf dem... auf der Basis. So, den müssen wir natürlich dann wieder möglichst viel Schaden machen. Also kriegt der die Waffe und der wieder die Waffe. Und alle wieder wechseln. So. Ja. Mhm. Dann gehen wir jetzt rüber. Jetzt kann es sein, dass der zur Militärbasis geht. Ja, das ist doof. Ich glaube, wenn wir den da töten, dann wäre das auch ungünstig. Warten wir mal ab. Ja. Gehen wir darüber. So. Da hat wieder jemand Hunger. Gucken wir mal gerade, dass wir hier kleinere Sachen essen. Um die schneller aufzubrauchen und damit Platz zu bekommen. Den können wir sowieso noch nicht anschießen. Suche nach Gegenständen. Gegenstände kleingeschrieben. Achso, wir haben ja auch die Startcodes.
Oh, ein Scharfschützengewehr. Okay. Ja, das kann natürlich dann irgendjemand mal verwenden. Ich bin mir nicht so sicher, ob die jetzt danach auch suchen. Schrotflinte war ja nur eine Nahkampfwaffe quasi. Der ist gestiegen, der kriegt jetzt auch guter Schwung. Wir haben. Aha! Also hier steht str und hier steht st. Also, ja, das ist natürlich nicht ganz so glücklich. Ja, das ist irgendwie irritierend. Aber das sollte besser sein als das. Ich würde ganz gerne eine Minigun. Das ist auch ganz nett. Ich würde ganz gerne auch Nahkampfwaffen finden. Ich gehe mal gerade raus und wieder hin. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ne? Ich klicke jetzt doch mal da drauf. Suchen nun nach Gegenständen. Jetzt finden wir nichts. Aber ich habe das sonst auch immer gefunden, als ich da drauf geklickt habe. Überspringt Runden, um das Ergebnis zu sehen. Naja, dann klicken wir nach Gegenständen. Ja, wir nehmen alles mit. Das ist Schrott. Sturmgewehr, Schaltpläne? Na, will ich sehen, wie man ein Sturmgewehr zusammen blötet. Naja, aber da wird natürlich auch unsere Ammo ausgehen. Naja, gut. Schieß mal da noch drauf. Ja. Was haben wir gefunden? Ein Messer. Sehr schön. Dann wechseln wir. Schwipp, schwapp. Und das hat natürlich gerade so nicht gepasst. Ja, das macht eigentlich. Greif mal den auch noch an. Und dann müssen wir den heilen. Aber es ist jetzt keiner. Ne, die ist auch auf 9. Ne, es sollte aber schon passen. Also, essen kann der nichts. Der braucht einfach die Gesundheitspunkte. Dann nehmen wir, benutzen wir das. Und hier. 13. Ja. Und da könnten wir. Ach, da haben wir noch einen 18er. Ein Achter. Die kann aber auch was essen. Dann machen wir das erstmal. Okay, der Apfel hatte 120 gebracht. Ja, okay. Noch eine Granate. Ein Gewehr. So, da kommt wieder jemand. Wir haben halt sehr bald ein volles Inventar. Right-Click. Sie können Granaten und Molotows werfen. Verwenden Sie die Right-Click-Maus zu swap zwischen ihnen. Ist der Bescheid. Ja, das reicht aber immer noch nicht. Wir hatten auch nur die eine Granate mit. Ja, also mit einem Angriff werden wir den auf jeden Fall nicht killen. Das macht jetzt natürlich auch wenig Unterschied. Und das braucht wahrscheinlich auch zwei so oder so. Also es könnte zwar auch mit einem funktionieren, aber. Ja, so. Okay. Na, ich glaube, das macht dann hier wahrscheinlich sogar Sinn, Sachen wegzuwerfen, wenn das Inventar voll werden sollte. Ein digitaler Anwendungsbereich. What? Wir gucken mal nach, was ein digitaler
Anwendungsbereich ist. Ah, Score. Anwendungsbereich. Ja, damit können wir Waffen ausbauen. Scope. Okay, interessant. Oh, da ist jemand gekommen. Da, Granate. Ötsch. Ötsch. Wir haben hier nochmal ein Level Up. Ja, und Schrott. Okay, da werfen wir jetzt Sachen weg, die wir nicht verwenden werden. Die Brillen sind auch sinnlos. Einfach damit wir weiter Sachen sammeln können. Eine Mine. Die lassen wir einfach rankommen. Da brauchen wir auch nicht mehr. Die laufen wieder weg, okay. Und dafür sind wir anders hingekommen. Die sehen uns aber anscheinend nicht. Dafür geben wir einen Aktionspunkt. Natürlich wird uns auch irgendwann die Nahrung ausgehen. Ja, der kann mal eine Tomate essen. Da Fokus und Line of Sight. Hat das schon jemand? Ja, hat schon jemand. Die hat keine Nahrung mehr. Okay, dann essen wir das da. Okay. Und damit ist unser Inventar wieder voll. Dann würde ich sagen, wenn wir an der Stelle Granaten werfen, dann brauchen wir auf jeden Fall mit dem nicht mehr kämpfen. Und ja, machen wir da auch Platz. Also das wird wahrscheinlich jetzt nicht reichen, aber dann stirbt er zumindest sofort. Oh, okay. Wir könnten auch die Spritze verwenden, um mehr, also öfter angreifen zu können, aber gegen den dürfen wir eben nicht an der Stelle kämpfen. Also da müssen wir erstmal Waffen wechseln. Die bekommt jetzt wieder die Waffe. Ich weiß gar nicht, kann die theoretisch zweimal Maschinengewehr nehmen? Könnten wir noch Platz sparen. Jedenfalls, gehen wir da rüber. Ach, den sehen wir jetzt da nicht mehr. Das ist ja doof. Ja, klar. Ah. Okay. Den werden wir jetzt hier aber angreifen. Und da werden wir dann auch die Spritze benutzen. Damit sollten wir ja jetzt wieder... Ne? Ist wahrscheinlich egal, wer die nimmt. Damit werden wir den jetzt erschießen. Wunderbar. Und dann können wir wieder wechseln. Die nehmen, legen wir wieder weg. Und dann sollte der sofort platzen. Den müssen wir wieder erschießen. So, Level up. Der nimmt den Reichweitenschaden. Waffenwechsel. Jawohl. Oh, da hat der Richtige den Zusatzschaden gemacht. Okay. Oh. Da haben wir wieder ein Super Mutant Incubator. Ah, da kann man auch draufklicken. Okay, das ist auf jeden Fall da unten an unserem Lager. Ich glaube, da sollten wir hin. Vielleicht haben wir aber auch einfach noch genug Zeit, um ein paar Runden hier zu suchen. Ja. Machen wir noch.
ein paar Runden. Aber jetzt ist dann Sniper. Okay, da müssen wir Hopper Hopper machen. Schuhe End 2, das ist auch nicht verkehrt. Die braucht aber, glaube ich, noch keiner. Die braucht wahrscheinlich sowieso keiner. Ich würde schon sehr gerne das Teil noch finden. Machen wir das hier weg. Das ist alles Schrott. Okay, das ist kein Schrott. Das nehmen wir. Aber dann müssen wir jetzt auch weg, weil ansonsten wird das nichts mehr. Da müssen wir jetzt sowieso auch in die Seuche rein. Dazu werden wir eins hiervon verwenden, damit wir nicht eine Runde da drin stehen bleiben müssen. Ah, das sind schon jetzt ein bisschen mehr. Vielleicht habe ich das ein bisschen verplant. Naja. Wir können. Ne, wir brauchen die Spritze wahrscheinlich später. Naja, das sind schon. Schon viele und da wird uns jetzt auch noch der Weg blockiert. Den werde ich aber jetzt nicht angreifen. Ne, wir werden natürlich auch nicht wollen, dass die uns ankotzen. Wie viel Platz haben wir im Inventar? Hm. 42, das ist Assault Rifle. Das kann auch weg. Mhm. Naja, nochmal Gewehr und Munition, das ist schon gut. Aber ja, das jetzt in den paar Runden hinzubekommen. So, dann benutzen wir die Spritze und Granaten. Ich glaube, wir machen so gar mit normalen Angriffen mehr Schaden. Naja, ja, das sollte schon noch funktionieren, gerade so.
Wir dürfen halt nicht gegen wen anders kämpfen. So, der hat keine Hitpoints mehr. Das lässt sich aber ja korrigieren. Und damit ist die Gefahr gebannt. So, der muss weg. Und dann werden wir auch hier gerade mal. Das ist alles unter Strahlung. Das ist auch nicht so schön. Wir haben da jedenfalls noch zwei Kisten. Die sollten wir uns auch einsammeln. Oh. Tiffany has low HP. Ja. Da oben liegen aber zwei Kisten und die werden wir einsammeln. Eventuell haben wir da Nahrung drin oder Medipacks. So oder so wäre das mit Sicherheit, das war falsch, mit Sicherheit sinnvoll. Das werden wir mal weghauen. Der hat nichts mehr. Ja, so langsam ist es halt hier ein bisschen dünn. Wir werden. Ah, der ist auch wieder voll. Okay, wir müssen da jetzt fliehen und es nur von den Zweien quasi angreifen lassen. Ansonsten. Ja, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen. Oh, das sind dann drei, die uns angreifen werden. Ja, da lässt sich aber jetzt auch nichts machen. Wir haben, die ist gefährdet, die können wir mal gerade ein bisschen aufladen. Die ist auch gefährdet, dann laden wir die auch ein bisschen auf. Die anderen sind zumindest in einem okayen Zustand. Naja, das ist okay. Es ist keiner gefährdet jetzt, das heißt, da gehen wir weiter. So, dahin, ja, in die Suppe, aber ich würde gerne das hier einsammeln. Civilian Supplies, okay, aber damit können wir zu. Die Strahlung wegmachen. Das ist natürlich jetzt das eigentlich schlechtestmögliche. Die will ich nicht angreifen. Ansonsten müssen wir dreimal durch die Strahlung laufen. Das Lager ist nicht verstrahlt. Ja, machen wir den platt. So. Equipped item about to break. Ja, okay, schön. Dann machen wir jetzt den. Gehen darüber. Dann kann uns jetzt zumindest niemand mehr angreifen. Das ist die Waffe hier. Ja, okay. Dann tauschen wir. Ups, tauschen wir die mal gerade aus. Und die auch. Das hier war ja sowieso. Wir können die, die so kaputt sind, im Lager dann auseinandernehmen. Da kriegen wir dann immer noch die vollen Materialien dafür. Der hat jetzt zu viel Strahlung. Da können wir auch dann den direkt verwenden. Ja, so sind wir natürlich nochmal durch die Strahlung. Und da machen wir im Grunde auch nichts dran. Wir müssen uns jetzt um die Nahrung kümmern. Und da ist nun mal der beste Weg, durch die Strahlung zu laufen. Ja, sonst wird das zu eng. Ja. Ist aber auch nicht so schön.
Gehen wir. Ja, oder wir könnten zum Powerplant gehen. Wir könnten da in die Stadt laufen. Wir könnten in Prison, Gas Station. Wir müssten natürlich auch wieder hoch zu den Militärdingen, aber ohne dass wir Nahrung haben, bringt das alles nichts. Gehen wir erstmal in unser Dorf, Camp, und werden hier ein paar Sachen auseinandernehmen. Also die Sachen, die sowieso hier kaputt sind. Und dann legen wir ein paar Teile, die ist Schrott, die kann weg. Und das kann auch weg und die brauchen wir auch nicht. So. Die können wir mal da lassen als Ersatzwaffe. Wir hätten hier jetzt noch Granaten, aber wir haben hier auch keine Nahrung gebunkert. Wie viel reduziert das an Radiation? 40. Dann sollten wir die wahrscheinlich noch verwenden. Da, wo sie denn gebraucht werden können. So. Hätten wir damit ein bisschen Platz gemacht. Wir haben noch so einen dämlichen Hut mit. Den können wir auch in scrappen. So. Binoculars. Die packen wir ins Lager. 4 Stück, okay. Die ganzen Dinger können natürlich ins Lager. Und rein theoretisch könnten wir da natürlich auch was bauen, wenn wir einen Workshop hätten, den wir aber nicht haben. Natürlich könnten wir, ne, das könnten wir auch nicht bauen, weil wir kein Special Materials haben. Das könnten wir reparieren. Ich glaube, das ist sogar sofort repariert, wenn wir da drauf klicken. Watchtower. Ja, also hier würde ich schon noch das eine oder andere bauen wollen, aber solange wir hier drin hängen. Wir können ja zumindest das nächste schon mal in Auftrag geben. Wenn wir den Holz hätten. Das hier werden wir auch bauen, weil wenn wir zur Rakete gehen, werden wir das hier wahrscheinlich machen. Also das lockt halt die Gegner an. Moment. Nochmal wieder auf Deutsch und gucken mal, was da Lustiges steht. Notfallsirene. Bei Aktivierung wird ein lauter Ton abgegeben, der Mutanten an den Ort lockt. Das funktioniert ja sogar. Ja, bauen wir das. Einfach, weil wir das Material haben und ich den sowieso bauen wollte. Dann können die jetzt da zumindest was Sinnvolles machen. Ich hätte auch den Panzer reparieren können, aber der wäre wahrscheinlich auch nicht so schnell fertig geworden. Ah, okay, die laufen woanders hin. Ich sammle mal die Nahrung hier ein. So. Deswegen 70% Garage. Dafür bräuchten wir auch noch anderen Kram. Naja. Sollten wir jetzt weglaufen und woanders hin? Ich denke, es macht Sinn, in die Stadt zu gehen. Achso, wir haben noch hier die Pläne, die müssen weg. Ja. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Nahrung. Und hier die jetzt in der Soße einzusammeln, will ich nicht. Wir könnten natürlich dahin. Aber das ist natürlich auch ein bisschen weiter Weg. Ich werde jetzt mal da in die Stadt. Und dann gucken wir mal, dass wir da hoffentlich was finden, ohne dass wir da Zombies angreifen müssen. Und eine Nahkampfwaffe wäre auch sehr schön. Ja, es ist ein Kreicher. Ja. Das sind zumindest alles Schwache. Das hier ist halt blöd mit den Fernkampfwaffen.
Die machen uns jetzt den Weg frei. Gehen wir hier in den hinteren Teil rein und suchen. Da haben wir, werden wir natürlich jetzt auch eine Menge Schrott finden. Ich könnte auch hier ein Camp hinsetzen, einfach nur um den Schrott dahin zu bauen. Allerdings haben wir jetzt da auch keine sehr angrenzenden Bäume, die da oben wären, noch das am ehesten. Na, ich suche jetzt einfach weiter. Die töten sich halt selber. Okay, der hat jetzt wieder ein Messer. Ja, die sind beide platt. Nimm Batterie. Okay. Ja, da kommt jetzt die Verstärkung, aber wir sehen schon, wir haben hier jetzt ein ernsthaftes Nahrungsproblem. Wir haben jetzt mehrere, die wirklich nichts an Nahrung haben. Und ich kann es mir eigentlich nicht erlauben, aus der Stadt rauszugehen. Hilft ja nix. So. Wir haben Nahrung gefunden. Wunderbar. Haben wir noch eine Spritze mit? Ja, dann ziehen wir uns die auch gerade rein. Denn wir wollen nicht, dass der noch eins nach vorne rückt. So, Wechsel. Ist natürlich jetzt blöd, weil wir auch keine Regeneration mehr haben. Okay. Also, mehr Nahkampfschaden. Aber immerhin finden wir gerade Nahrung. Das ist schon mal gut. Ja, die kann jetzt da... Die wird jetzt keine 4 Schaden nehmen. Aber... Oh, doch, das sind zu viele. Ich greife den mal an. Die hat keinen Schaden genommen. Damit kann ich jetzt zumindest kalkulieren. 3... Also wir haben zweimal Nahrung, das ist sehr dünn. Aber ich kann da jetzt nicht mehr weiterkämpfen, die sind zu kaputt. Und ja, wir haben zu viele, die zu kaputt sind. So ein Mist. Wir müssen zu unserem Auto und dann ganz schnell nach links fahren. Ja, das... Da ist jetzt... hilft alles nichts. So. Candy hat niedrige Gesundheitspunkte. Ja, das ist mir durchaus bewusst...
Und da kriege ich eine Menge Warnungen, dass Gegenstände zerbrechen. Der hier. Und Nahkampfwaffen leider auch. Naja. Es ist blöd, aber... Okay, an dem laufen wir halt vorbei. Wir könnten auch in der Gasstation Nahrung suchen, aber das ist halt auch nicht garantiert. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was da noch in dem Auto war. Na, ist noch genug, okay. Wir kommen aber nicht drum herum, die... Na gut, einmal können wir aushalten, das ist okay. Also Auto betreten. Jetzt können wir nicht mehr fahren, aber... So. Der wird wegfahren. Weglaufen, nicht wegfahren. Der wird natürlich angreifen. Wir kommen da sowieso nicht dran vorbei. Wir könnten aussteigen und dann zu Fuß weiterlaufen, ja. Das sollte passen. Nahrung! Okay, also, wir haben die, das war die, glaube ich, die doppelt essen muss. Nee, war sie nicht. War die das? Ja. Der ist auch am Ende, der kann den essen. Wir haben hier aber auch ein Dorf, das ist auch ganz gut für Nahrung. Also wir müssen, na hier ist auch noch ein Dorf, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall mal auf die, ja, auf den Proviant jetzt konzentrieren, bevor wir uns wieder auf die Reise begeben. Und, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier mal gerade im Lager auch noch weitere, da haben wir noch eine Pfanne, ist auch sehr gut. Das kann weg, das kann weg, das legen wir mal weg. Das ist gar nicht so doof. Okay, da war noch eine schöne Fernkampfwaffe. Da haben wir auf jeden Fall, ja, ordentlich Krams. Und wir brauchen 444, um eine Farm zu bauen. Und dann werden wir das auch gerade machen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und... hatte ich da... Ja, hatte ich. So. Dahin. Bauern. Bauern. Bauernhof. Keine Punkte. Ja, okay. Bauern. Bauernhof. Jo. Bauen. Bauernhof. So. Und dann können wir aber noch mehr bauen, indem... Oh. Indem wir hier jetzt... Ja, noch drei. Das passt schon. Ja.
Holz haben wir. Ja, das müssen wir. Also die würde sowieso das Doppelte essen müssen. Das heißt, die kann das jetzt auch essen. Und dadurch, dass wir ins Camp gegangen sind, haben wir natürlich wieder alles gedroppt. So. Die Pfanne nehme ich auch mal mit. Da gehen zu viele Sachen jetzt kaputt. Jawohl. Bauen. Bauernhof. Und dann werden wir hier jetzt nach Nahrung suchen. Denn, naja, da habe ich im Grunde keine andere Wahl als. Okay, der hat jetzt den Nahkampfangriff voll, den Fernkampfangriff voll. Artikelbau wird halbiert. Tragfähigkeit um 4, Reparaturkosten minus 4. Reparieren, Herstellung von Nahkampfwaffen, Kleidung, Helm kostet minus 2 von jeder Ressource. Ja, das kann man natürlich auch ins Extreme dann machen, wenn man alles da drauf setzt. Machen wir mal Reparaturautos. Kosten minus 4. Die Reparaturautos, wer kennt sie nicht? Oder weniger Strahlung. Machen wir mal Reparaturautos. So. Ein Messer, sehr gut. Hat jetzt hier jemand noch irgendwas kaputt? Na, alles noch in Ordnung. Ein bisschen Munition ist schön. Eine Pistole, die ist eher Müll. Da kommt jemand. Brauchen wir uns aber nicht drum kümmern. Die werden halt jetzt automatisch sterben. Dahinter ist noch jemand. Das ist aber ein großer. Und dann ist ein Schreihals dahinter. Den müssen wir jetzt quasi eliminieren. Ja. Okay, den müssen wir steigern. Damit. Jo. So, der wird jetzt auch nicht schreien. Einfach nur sterben. So. Okay. Naja, wir haben keine Munition mehr, fürchte ich, sonst hätten wir mehr Schaden gemacht, genau. Dann gehen wir mal weg, damit der zu uns hingeht und nicht schreit, genau. Es reicht aber leider dann auch nicht, um den zu... Der wird aber jetzt wieder weglaufen. Okay, gehen wir da hin. Da können wir jetzt nicht viel tun. Moment, wir können die mal mit dem da heilen. Ja, okay. Das ist nicht so schön. Wir könnten aber jetzt rübergehen zu dem anderen Dorf. Falls es da besser ist. Sieht ja mal nicht danach aus. Aber solange wir die jetzt nicht anlocken. Ich meine, zu unserem Camp ist es jetzt auch nicht so viel weiter. Da ist übrigens so eine Kiste. Die ist so ziemlich im Eimer. Da haben wir aber leider auch nichts zum... heilen.
So, der ist kaputt. Ah, wunderbar. Zack. Suchen wir weiter. Jetzt haben wir aber schon wieder zwei, die angreifen. Der ist im Eimer. Ja, was machen wir jetzt? Eigentlich müssten wir das hier abholen. Was aber bedeutet, dass wir zweimal durch die Suppe müssten. Dann wären wir natürlich hier wieder auf dem Weg zur Militärbasis, aber ich glaube nicht, dass das wahnsinnig klug ist, das jetzt zu machen. Wir gehen jetzt mal wieder rüber in das andere Dorf. Ich meine, in der Zwischenzeit wächst hier unten unsere Nahrung. So, den einen Angriff, den wird er überleben, das ist kein Problem. Da suchen wir jetzt, wir haben schon wieder Nahrung gefunden. Jetzt hat er nur noch zwei. Das ist schon ein bisschen doof. Ja. Das ist jetzt aber einfach zu wenig. Dann gucken wir mal Lager. Dann werden wir mal wieder Sachen zerlegen. Ja, das sind ganz viele Gegenstände, ganz viele Waffen, die kaputt gehen. Die müssten wir jetzt verschrotten. Und da müssten wir wahrscheinlich auch im Dorf neue finden. Wir haben auf jeden Fall hier wieder Material, um noch mehr Farmen zu bauen. Also wir müssen jetzt, das wäre zumindest jetzt der Plan für das nächste Mal, weiter hier Nahrungssicherheit irgendwie herstellen und Angriffen entgehen, um die irgendwie voll zu heilen. Schön wäre natürlich, wenn wir das hier einsammeln könnten, um zu heilen, aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir das in den Dörfern finden müssen. Irgendwie müssen wir da klarkommen und wieder uns hochheilen, bevor wir dann wieder einen Ausflug zur Militärbasis wagen können, um die Sachen hier zu sammeln oder zum Kernkraftwerk. Das werden wir uns dann beim nächsten Mal weiter anschauen. Also neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Gerne den Kanal abonnieren und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.